Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Half-Life 2, Episode 1. So, wir haben uns hier noch weitere Stückchen durch die Stadt gekämpft und wollen jetzt hier zum Bahnhof, um mit dem Zug rauszukommen. Und der nette Herr da vorne hat uns angeboten, uns hinzubringen. Also folgen wir ihm doch mal. Mal gucken, wo er uns hinbringt. Erst einmal hier lang. Aha, ein bisschen Endzugenergie. Und hier haben wir natürlich ein paar Kisten. Ja, damit. Kriege ich eigentlich. Ich weiß gar nicht. Kriege ich in dem. Der Episode eigentlich meine Axt wieder? Ich meine. Hat er denn Der gesagt? Gespenst macht die Tür auf. Die Parole? Das ist doch wirklich unter meiner Würde. Dann komm rein. Geile Parole. Ach. Doch, der Kleine, wirklich angesagt. Wir müssen die verfügbare Zeit nutzen, wobei nicht sicher ist, wie viel Zeit wir wirklich Tisch? Haben, bis Hat er das? der Combine zur Machtübernahme einsetzen, was bestimmt erfolgen wird. Sturridge? Tatsächlich die erste Gelegenheit ist offen über Bloß ein Medikit, schade. Der Combine zu sprechen, gäbe es Darf ich? Oh, endlich Ruhe. Ist zwar besser als das Gelaber von Prien, aber nicht viel besser. Ansatz gut, aber was haben wir hier oben noch? Oh. Würdest du mich mal aufhören zu blocken? Ach, da ist abgeschlossen. Okay, ich bin jetzt einfach mal von dem abgehauen. Mal gucken. Ah! Könnte es sein, dass da jetzt der Raum kommt, wo die ganze Decke einstürzt? Ah, ja. In Episode 1 ist das also. Ich dachte bei Half-Life 2 auch ein ähnlicher Raum. Okay. Okay. Ich möchte natürlich oben bleiben. Und zwar genau so. So, erstmal die ganze Scheiße hier. Wegbumpen. Da können wir hier die Pistole nehmen. So, erstmal alle diese Zombies da wegbatschen. Da ist noch einer. So, alle weg. Dann schauen wir mal, was hier sonst noch ist. Moment, man muss es hier so weit weitergehen. So, ich glaube, jetzt sind alle weg. Nachladen. Wieder auf die wechseln und dann hier das. Gut, wenn ich mir das so betrachte. Ist da eh nicht sonderlich viel, was man mitnehmen könnte. Geht trotzdem mal nach unten. Ja gut, ist nichts. Dann wieder nach oben. Odessa Cabbage ist schuld. Ich hab Odessa mal getroffen. Besuchst du noch jemanden? Black Mesa ist schuld. Black Mesa ist schuld. Ja, labert ihr nur. Und Odessa Cabbage ist schuld.
Den haben wir ja auch schon getroffen. In Half-Life 2. Na du? Alex? Ich glaub's nicht. Der Barney. Ihr seid aus der Zitadelle entkommen? Sieht so aus, wa? Wir wissen es nicht genau. Ich weiß nur, schubst mich halt weg. Uns damit zu tun haben. Aber was ist mit dir, Barney? Ich bin okay. Dreh langsam durch, wenn ich... Sie sind da! Super. Oh Mann, Gordon. Sind Sie dir wieder gefolgt? Wir haben ein paar Informationen aus der Zitadelle mitgehen lassen. Ich weiß noch nicht, was es ist. Aber es scheint wichtig genug zu sein, dass sie uns bis hierher verfolgen. Na, jetzt wird's eng. Wir müssen schnell weg von hier. Über die Evakuierungszüge wisst ihr Bescheid, oder? Ja. Also wir hatten vor, uns zum Bahnhof vorzuarbeiten. Doch jetzt müssen wir wohl an jedem jämmerlichen Nitrocop aus City 17 vorbei, der sich dazu bringen konnte, doch zu bleiben. Wenn ich mit Gordon einen anderen Weg nehme, könnten wir die Combine weglocken. Dann könntest du die Leute schon mal in die Züge einsteigen lassen. Sicher? Na, wenn ich meins. Also, passt mal auf. Mhm. Okay. Ich passe. Über die Brücke und die Dächer kommt ihr sicher zum Bahnhof. Ey. Brechstange. Ich geh raus. Her damit. Ich hole alle, die noch warten. Wir sehen uns dort. Klingt gut. Auf geht's. Hey, Gordon, bevor du gehst. Ich hab das lang genug geschleppt. Ja. Mal, ich hab nicht mehr viele davon. Also verlier sie besser nicht, ja? Ist gut. Die Kammern haben sie mir in der Zitadelle abgenommen. Also mach mal halblang, ne? Ja, und ihr macht, dass ihr zum Zug kommt, ja? Danke. So. Braucht das Ding zwar eigentlich gar nicht hier, aber egal. Gordon Freeman ist halt ohne seine Brechstange gar nichts. Ah, macht schon Spaß, wieder mit der Brechstange zuhauen zu können, ne? Hätte ich im Untergrund auch gerne mal zwischendurch mal auf die Zombies mit der Brechstange gehauen. Ah ja. So läuft das doch. So muss das gehen. So. Sehr schön, dass du blockst, Alex. Ich will wegrennen, aber Alex blockt. Ja, das ist der große Nachteil bei diesen Leute, die da gerne mal ein bisschen mitmischen. Bestätiger Kontakt. Ziel festgelegt als... Geh doch drauf, Mann! So. Kannst du machen nichts, musst du gucken. Hier waren wir doch schon mal. Ob ich das wohl überleben würde, wenn ich da runterhüpfe? Und drumherum laufen müsste? Ich würde es dazu gerne mal ausprobieren, aber nö. Lassen wir mal. Ach du Schande. Sehe ich das richtig? Wir müssen durch dieses Krankenhaus jetzt durch, ne? Ladedaten. Das wird auch noch lustig. Hey, eine Klinik. Schau, du Verbandszeug findest. Ja, toll. Das halt mal gar nicht, ne? Ich will nicht abgeschossen werden. Ja, ich sehe sie schon. Gut. Voll erwischt. Ich würde sagen, laufen wir mal hier am Rand entlang. Dass diese Heli-Dinger da uns nicht erwischen. Lampe können wir mal ausmachen. Warte doch nach. Oh, scheiße. Wo ist die Schrotze?
Nix da, lauf bloß nicht durch die Scheißdinger da hinten. Irgendwas gibt, was ich da durchwerfen kann? Achtung, Alex. Ah, wunderprächtig. Wusste doch, dass da was geht. Jetzt erstmal, ja komm, nehmen wir mal hier das Gewehr. Speichern. Und hier noch Sachen gucken, die wir vielleicht gebrauchen könnten. Haben wir nur leider keine, aber können hier durch. Wam, wam, da freut sich mein Herz. Sieht nicht gut aus, wir müssen den Heli abschießen. Wir müssen diesen verdammten Heli abschießen. Wo ist der beschissene Raketenwerfer? Da. Ja, oh, Gott sei Dank. Treppe hoch. Und komm her, wo bist du? Komm, zeig dich. Du Mistvieh. Oh, Mist. Wo ist jetzt die scheiß Treppe? Da. So. Ja, es ist super, ne? Schnell mal Munition aufsammeln. Ich kann von hier aus leider halt nicht treffen, ne? Gibt's da vielleicht mal eine Möglichkeit? Leider nicht. Alter, der ist scheiße zu... Der ist so richtig scheiße zu treffen hier. Einmal habe ich nichts getroffen. Komm schon. Nein! Nein! Darf doch wohl nicht wahr sein, okay. Look. Raketenwerfer her. Und Alex, du versteckst dich einfach. Ich mach den schon platt. Komm her. Komm. Gut, keine Muni mehr. Das heißt, oh, komm schon. Da falle ich jetzt einfach mal da so runter. Von drei Schüssen einer nur getroffen, ne? Na? Speichern wir mal kurz. Oh, und schon ist er wieder außer Sicht, ne? Ziemlich mies eigentlich. Ja, Alex versteckt sich da an der Tür. Meine Fresse. Alter, komm schon. Lass dich doch treffen, du Huren. Komm nochmal hier. Okay, ich glaube, ich habe getroffen gerade, aber... Uiuiuiuiuiui. Oh, und schon wieder durch so ein Loch gefallen. Löcher werden aber auch immer mehr, ne? Mann.
Mann, das ist hier echt nicht schön, den zu treffen. Oh, wir haben ihn erledigt schon. Oh. Eieieiei. Wow, also meine... Das war... Gordon, du bist echt unglaublich. Danke, ich weiß, dass ich das bin. Ist es tot? Vielleicht solltest du ihm trotzdem noch mal eins mit dem Eisen überbraten. Nee, lass mal. Ich denke mal, das Ding ist im Arsch. Aber ich brauche hier erstmal wieder Lebensenergie hier. Die fehlt mir hier gerade so ein bisschen. Oh Mann, nicht schon wieder. Nehmen wir mal das Impulsgewehr, komm. Super Schuss, ey. So. Ein Magazin, alle weg. Und dann breche ich so, muss das. So, wir holen uns wieder mal das MG. Und machen da auf, so. Und das machen wir auch ab, so. Oh. Alex, komm rüber. Nichts gebracht? Wetter. Gut, das haben wir erledigt. Wunderprächtig. Munition für die Schrottflinte? Ja, dann nimm dir halt eine. Wie kriegen wir das Ding da aus? Ach so, das machst du. Alles klar. Da. Ja, brat ihm noch eins mit der Schrotze über. So. Ah, lala. Aber ich glaube, es wird jetzt hier nicht einfach. Auf dem weiteren Weg hier durch das Krankenhaus. Und ich würde sagen, lassen wir die Spannung noch ein wenig bestehen und machen im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.